Habt ihr irgendwelche speziellen Fragen, die ich unserem Freund da vorne gleich stellen soll? Ja, wo sie stationiert sind, wie viele ungefähr in der Stadt von denen sind, ob die jetzt in der Kanalisation sind und die teilweise übernommen haben oder nicht, das wäre schon mal ein Anfang. Ob Sie von diesem Gang bei dem Stellmacher wissen? Nicht, dass der am Okay. Ende auch noch kompromittiert ist, wie es um den Travia-Tempel bestellt ist. Ob Sie von Irmegrundes her wissen, die sich ja noch am besten aufhalten soll, oder ob Ihnen dies unbekannt ist. Und wo die Wenn. Widerstandsnester in der Stadt sind. Richtig. Gut. Außerdem natürlich, wo Asmodeus ist. Klingt gut. Ich würde mich dann mit dem Herrn zurückziehen, um ein intensives Gespräch mit ihm zu führen. Ich denke, wir sollten eher alle dabei sein. Ich hätte gern verbannt. Ihr erinnert euch kurz zurück an das letzte Mal, als Raphim Augen rausgerissen hat. Ja, ich erinnere mich auch dran, dass ich ihm versprochen habe, ich steche ihn ab, wenn du nochmal sowas machst. Ja, auf dem Ohr bin ich taub. Überreden, Patzer, muss man austragen. Und sei es ein halbes Jahr später. Ja gut, wenn ihr dabei sein wollt, kein Problem. Ich würde allerdings zu Maßnahmen greifen, die dem Mann vermutlich wehtun, damit Wenn er uns man sagt, was er weiß. Ja, das vielleicht Problem. kann Kiaras dich zu etwas mehr Harmonie anhalten. Am So Ende einem des Granden Tages muss ist der man doch Mann gehorchen. vogelfrei, also müssen wir uns darum keine allzu vielen Gedanken machen. Ja gut, wir tragen ihn jetzt erstmal in die Scheune, machen ihn wach, vielleicht redet er ja auch so. Kann ja sein. Genau, der ist bestimmt sehr kooperativ jetzt. Mit Der letzte, Sicherheit. dem ich die Gelegenheit zur Kooperation gegeben habe, hat noch versucht, mich aufzuschlitzen. Danke nochmal, Karina. Das war fast knapp. Wie viele Lebenspunkte hast du noch, Keras? 15. Auch noch so viel? Ich habe mehr als die Hälfte verloren. Ja, dann würde ich So den da. schlecht ist meine Rüstung auch ja nicht. Würde ich den da in ein Haus tragen, am besten so weit wie möglich weg von den Bäuerinnen. Keine Ahnung, das hier oder so. Ihm alles abnehmen. Frag ihn noch in die Scheune, wo die Leichen mal seiner Kameraden liegen. Ja, mir vollkommen egal, von mir so dahin. Ihn fesseln und dann ihn mit Wasser wach machen. Einen wunderschönen guten Tag, mein Herr. Ich bin Rafim. Ich bin heute für Ihr Verhör zuständig. Das sind meine geschätzten Kollegen, Iserun von Spogelsen. Zweites Licht Ihres Zeichens, das da vorne ist, wie Sie unschwer erkennen können, Jarlan von Greifenbund, Bannstrahler. Aber mir, Jamorenis, aus der Weißen Gilde rausgeflogen. Warum weiß niemand? Und mein wunderschöner Kollege natürlich, Geras Karinor. Und wir würden uns freuen, wenn Sie einfach mit uns kooperieren würden, bevor ich Ihnen die Kniescheiben breche und Ihnen diese in den Hals stopfe. Was halten Sie davon? Bist du der Jalan? In der Tat. Hab Sagt ihr es das nicht? Turnier gesehen. Im Lucados. Gute Dann wisst Leistung. ihr ja, was ich mit Leuten mache, die mir im Weg stehen. Sah schon ganz beeindruckend aus. Auch wenn ihr verloren habt. Verena von Mersingen kann dir da sicherlich ein Liedchen singen. Asmodeus rechnet damit, dass wir ihn verraten. Was soll ich dir erzählen? Truppenstärke, Stand aktueller Belagerung, wo seid ihr positioniert, alles, was du sonst noch so weißt, eigentlich alles. Wir haben ein paar Üsli-Geier, das sind die, die mit den Hammern rumlaufen. Wir haben ein paar Flammstecker, die haben Armbrüste, die sind überall verteilt auf den Dächern. Sein Machtbereich dehnt sich aktuell auf Romulus aus, auf Rancara di Ritena und zusammen mit dem Gaia-Banner ein bisschen in Richtung Norden. Die Stadt Wo gehört sind uns. Widerstandsnester? Du meinst in Romulus oder in Dapazian? Beiden. Romulus. Wir haben natürlich welche, die in der Nähe vom Katzloch sitzen, da wo der Yulak-Horas-Tempel sitzt. Weißt du? Da gab es irgendein großes Wunder, deswegen kommen da die ganzen Dämonen nicht rein. Die Fahrer gehen die ganze Zeit kaputt und wir haben versucht, eine Bresche in die Mauer zu schlagen, aber die Gänseritter versuchen, die wieder zuzumachen und ein stetiges Hauen und Stechen zwischen Friedenstadt und dem Greifenberg. Den Preios-Tempel haben wir geschändet. Nick da mal so ein bisschen rüber zu Iserun und Dialan. Ja, ich hau ihm ins Gesicht. Ja, spuckt doch so einen Richtig schön Zahn mit aus. Panzerhandschuhen. Ja, spuckt einen Zahn aus.
Wir haben auch versucht, natürlich die Akademie kaputt zu machen, aber da kommen wir nicht rein wegen diesem Schlangentor. Schlangentor? Ja, sind mehrere Leute von uns verglüht, die da reingegangen sind. Ist einfach zu Staub zerrieselt, als ob sie Dämonen wären, aber waren keine Dämonen, sondern einfach nur Warum Leute von uns. Schlangentor? Keine Ahnung, weil da Schlangen dran sind. Links und rechts. Ah. Gut. Wie werden die Flusseingänge überwacht? Sind dort Männer positioniert? Kontrolliert ihr die gesamte Außenmauer? Ja, nachdem wir den Effa-Tempel kaputt gemacht haben, schon. Also wir haben da schon einen Blick drauf. Vor allem dann an der Brücke stehen Leute von uns und an der Kettenfähre sind da die einzigen Sachen, wo man rüberkommt. Und wie viel Mann seid ihr insgesamt? Insgesamt? Boah, mehrere Banner. Ich weiß gar nicht, weil ich nicht mehr so oft drüben beim Palastberg sind, wie viele jetzt aktuell noch hier sind. Kann auch sein, dass welche abgerückt sind und mal versuchen, die Fürstin zu töten, aber wir waren mal eine ganze Menge Banner. Eine ganze Menge ist keine Zahl. Ja, so 400. Wie viele sind gefallen? Nicht viele. Waren ja keiner hier, als wir gekommen sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, also die wollten wohl helfen, als in Wehrheim gekämpft wurde und ja, wir sind halt mit einem großen Leugramat-Wunder sind wir dann von Wehrheim hier rüber, haben die anderen umgangen und als sie dann nach Romulus wieder zurück wollten, standen sie vor verschlossenen Türen. Wie viele Männer sind in Neu-Romulus stationiert? Neu-Romulus? Oh, grob 40 Mann. Verteilt auf die Tore und auch die Innenstadt. Und ihr kommt von da oder aus der Altstadt? Wir kommen eigentlich aus der vom Brunnenplatz. Da haben wir so eine kleine Schenke annektiert. Mit der Zivilbevölkerung? Ja, also wer sich halt nicht, wer nicht klein beigibt, der wird halt umgebracht. Viele Straßenkämpfe, aber vor allem dann auch im Inneren der Stadt. Also, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwelche Bauern ankommen, dann schicken wir die halt zum Teufel. Sollen sie halt irgendwo draußen klarkommen, aber solange sie uns irgendwie nicht auf den Piss gehen, sollen sie halt rumlaufen. Keine Ahnung, Asmodeus sucht irgendwas. Was ist der Status des Palastberges? Annektiert. War das erste, was wir uns genommen haben. War dieser verlassen? Ja klar, also sowohl die Fürstin war nicht mehr da, als auch die ganzen anderen, die ganzen reichen Familien, keine Ahnung, Rabenmund und Mersing, Regelsaum, wie sie alle heißen, waren alle weg. Alle zum Kampf, nach Wehrheim, aber ja, wenn man halt mit 7 Meilenstiefeln laufen kann, dann kann man die einfach umgehen. Mhm. Die haben sich jetzt zurückgezogen. Weil ihr so fragen werdet, kann ich euch das ja auch eh gleich sagen. Die sind in, ob das heißt Hohenstein, irgendwie sowas. Gut, nur einmal um nachzufragen. Ist es nur die Akademie, in die ihr nicht hineinkommt, oder der gesamte Greifenberg? Nee, den Greifenberg haben wir, es ist nur die Akademie. Also, wie gesagt, den KGA-Bandstrahlerturm, den haben wir eingerissen, wir haben den Prios-Tempel eingerissen und ja, alles, was da sonst drauf stand. Nur halt die Akademie, die fehlt halt. Mhm. Und der Hesinde-Tempel direkt daneben? Der ist auch kaputt. Verstehe. Sind noch irgendwelche Tempel innerhalb der Stadt nicht zerstört? Ja, der Angrosch-Tempel oder Ingrim, keine Ahnung, wer da sitzt. Wir haben da ein paar Zwerge gesehen. Der steht noch. Dann der Travia-Tempel in der Friedenstadt. Da kommen wir auch, wie gesagt, nicht rein. Und ich weiß nicht, ob es am Donnerfeld noch was gibt. Kann sein, dass da irgendein Rondra-Tempel oder so steht. Da haben sich auch noch welche verbarrikadiert. Also das Villen- und Palastviertel, das gehört uns. Das Bürgerviertel, ja, umkämpftes Gebiet, also viele Straßenkämpfe. Flusshafen gehört uns, Effa-Tempel ist zerstört. Angorsch-Tempel, wie gesagt, Straßenkämpfe. Ich glaube, die Zargeweihten freuen sich, wenn sie irgendwas neu bauen dürfen. Achso, und ganz oben im Norden der riesige Boron-Tempel, den haben wir mit als erstes ja, geschändet. Ich glaube, Rassasor wollte dann noch irgendwas. Und Asmodeus hat das dann verhindert, indem er das dann irgendwie kaputt gemacht hat. Der ist also auch komplett kaputt. Mirona Yamorenia, die sitzt in Wehrheim, glaube ich. Die flucht auch ganz schön. Das bedeutet, dass keine Nekromanten derzeit in der Stadt sind. Nee, wenn wir das verhindern können, nicht. Was macht ihr in der Kanalisation? Kanalisation?
Keine Ahnung, ich gehe da nicht mehr runter. Die haben da irgendwas beschworen und die hat sich verändert. Reden irgendwas von, naja, von der Kanalisation, die sich bewegt oder so. Wunderbare Scheiße. Wie, wann werdet ihr zurückerwartet? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich selbst bin kein Paktierer, aber wenn wir halt mit dem Battle-Mönch unterwegs sind, dann mal hier, mal da, chaotisch halt. Und steht. Was wisst ihr über diesen Battle-Mönch? Also ich weiß, dass Asmodeus ganz schön Angst vor dem hat. Hat sich uns angeschlossen, weil er Langeweile hat oder weil er unstet ist. Oder weil Asmodeus einfach viele Leugramot-Paktierer versammelt. Orks ist es auch hier. Na, wunderbare Chance. Oh je. Nun, kann noch jemand fragen? Ich nehme mal nicht an, dass euch das heilige Paar der Travia in die Hände gefallen ist, sondern dass diese auch in der Friedensstadt sind. Ich glaube schon. Also die Gänseritter haben sich nicht zurückgezogen und da ist ein Widerstandsnetz. Könnt ihr von ausgehen, ja. Welche Zugänge von Neu-Romilis nach Romilis selbst kennt ihr? Sowohl über als auch unterirdisch. Also, außer über die Kanalisation fallen mir nur die Brücke und die Kettenfähre ein, aber das sind beides von uns abgesperrt. Also, vor allem auf dieser Seite wohl nicht mehr, weil uns da die Männer mittlerweile fehlen, aber auf der anderen Seite stehen sie zumindest. Mhm. Wurde ein Hauptstandort von Asmodeus von Andergast bezogen? Also er selber sitzt höchstwahrscheinlich auf dem Palastberg und wartet auf irgendeinen Dunkelsteiner. Keine Ahnung, gibt eine ganze Menge von denen. Wer kommandiert euch Yolgurmaka? Asmodeus. Tatsächlich. Naja, also... Also es gibt keinen... er ist der erste Hofmagier. Militärisch. Naja, also Hofmagier ja, aber es gibt keinen militärischen Anführer. Das wäre wahrscheinlich dann der Dunkelsteiner. Aber der lässt, wie gesagt, auf sich warten. Keine Ahnung, was der macht. Ich glaube... der hatte noch irgendwas im Norden von hier zu tun. Da gab es irgendwie so ein Boron-Kloster, wo die vorbeimarschiert sind, wo Lucardus von Kemet nicht ganz weiterkommt. Kemet. Ja, genau, der aus der Arena. Ziemlich gerne hinzu. Wo wir bei Klöstern sind, was ist aus der Golgarithenfestung geworden? Welche? Die in der Stadt. Ob die ist kaputt? Wisst ihr, wo Asmodeus sich aufhält? Wie gesagt, er ist unstet. Also wenn er nicht am Palastberg ist, dann läuft er vermutlich irgendwo bei Hohenstein rum. Was ist mit diesem sogenannten Geierkind? Was wisst ihr darüber? Wo hält es sich auf? Das ist ein ganz schöner Asi. Schneidet dann irgendwelchen Brüdern von mir die Kehle durch und ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwo hier ist oder bei Ochsenried. Das ist ein guter Freund von Torxis. Na, die Geierkinder, denen kann man nicht vertrauen. Alle wie, da gibt es mehrere von? Ja, seine Söldnereinheit heißt die Geierkinder und er ist das Geierkind. Ach so. Wie sieht er denn aus? Puh, also, ist das auch so ein Schelm? Nee, ist kein Schelm, kein Schwarzschelm. Er ist ein Söldner, ein Soldat, ein ganz schön guter Krieger. Der kann finden, holla die Waldfee. So, und der läuft einfach so rum und schneidet euren Leuten die Kehlen durch. Ja, Hauptsache es fühlt sich nach Verrat an. Deswegen vertraue ich dir noch nicht. Bekommt euch wohl auch besser, jetzt nichts zu tun. Wisst ihr, wie lange ihr noch in der Stadt bleiben sollt? Nö, nee, also aktuell sucht Asmodeus ja irgendwas. Ich weiß nicht, was der vorhat. Ich weiß auch nicht, wo wir danach hinrücken. Ob wir dann nach Gareth marschieren oder was auch immer. Also er sucht etwas in Romilis selbst. Ja, wir haben gehört, dass Gareth noch nicht gefallen ist, sondern dass Galotta kaputt gegangen ist. Ein klein wenig. Gestorben wie der Hund, der war, nicht ist, war. Nun sagt doch eure Kommandanten, wie sagen wir, die Torwachen kommandieren, das alles Paktiere? Nee.
Seltsam. Man sollte meinen, Asmodeus würde euch nicht trauen. Ja, wir trauen Asmodeus auch nicht. Gibt es Passwörter oder Befehle zum Betreten der Stadt? Wenn du diese Rüstung nicht anhast und... Boah, also wir sind 400 Mann. Kennt vielleicht nicht jeder jeden, wenn du das meinst, aber... Irgendwen kennt immer jemand. Es gibt also keine geheimen Passwörter, selbst wenn man diese Rüstung trägt. Um geheime Passwörter auszumachen, würde bedingen, dass Asmodeus und seine Getreuen ihren eigenen Soldaten trauen. Nun ja, es wäre aber eine weitere Sicherheitsmaßnahme. Und dieser kranke Paranoiker, ihm wäre es zuzutrauen. Ich habe gehört, Ema und Rohaya ist tot. Die Oper ist nicht vorbei, ehe die fette Dame singt, wie Arme mir sagen würde. So etwas würde ich niemals sagen. Ihr seid doch auch Asia. Ihr redet ständig von Opern. Ach, lassen wir das. Und von eurem Opa, was das angeht. Aber es sind doch keine fetten Frauen. Also wirklich. Meine Herren. Hat noch jemand Fragen an den Mann hier? Wie genau sieht die Bewachung am Fluss aus? Also, wird der Fluss nach Norden überwacht? Wird der Fluss nach Süden überwacht? Gibt es da irgendwas? Ja, also auf den Mauern laufen wir mal zu zweit rum und an den Toren stehen wir zu zehnt. Und gerade im Bürgerviertel wird dann auch, gerade bei Straßenkämpfen werden dann mehrere Leute rumlaufen. Ab und zu mal hier und da ein Haus anzünden. Ach so, und wenn ihr Sirium Grimm seht, den solltet ihr auch umgehen. Belhalapaktira im finstersten Kreis. Der hat sich übrigens den Streitwagen von Borbord geklaut. Gestohlen, sagt ihr? Naja, er war frei und ich glaube, der stand dann bei Galotta oder sowas rum und dann hat er ihn sich genommen. Das ist das Problem. Bis sich sucht, wie man hört, der Wagen sicher seinen Fahrer aus. Ja, aktuell wohl noch ohne Dämonen davor oder immer nur ein paar, aber wie gesagt, finsterer Belhalapaktira und wenn der in Blutrausch gerät, da fallen die Leute auch und fliegen. Naja, und wir versuchen jetzt so ein bisschen die ganzen Bauarbeiter-Dämonen dann zu benutzen. Also mehrere Beschwörungen, die jetzt in der Stadt stattfanden, so Darai und Jekris Lakura und einige Häuser, die wir jetzt wohl auch übernommen haben. Also Häuser, die jetzt hier rumlaufen. Sachen aus Yolgoma geben. Habt ihr den Eindruck, dass dies dieser Suche dient? Oder eher einer permanenten Besetzung von Romulus? Also ich glaube, das geht jetzt vor allem darum, dass er Friedenstadt kaputt macht. Das ist so das erste Ziel. Es soll nichts geschaffen werden, sondern erst einmal ein Zugang verschafft werden. Ja, wie gesagt, wir haben eine erste Bresche in die Friedenstadt reingebrochen und dann haben die Gänseritter wieder dicht gemacht. Wir haben da wohl auch Baumeister und so, haben dann Häuser abgerissen und Schutt davor getan und das versuchen wir halt mit Dämonen. Aus den Kanalisationen haben wir es auch versucht, aber jetzt lebt die. Und wieso habt ihr euch so einem Haufen angeschlossen? Falscher Ort, falsche Zeit. In Tobria. Sind die da vorne auch? Nicht alle Tobria dienen in der Irrhakengarde. Ihr seid kein echter Tobria. Sonst hättet ihr euch nicht diesen Leuten angeschlossen. Ach, dann saß ihr auf der richtigen Flussseite, oder wie? Was trieb euch also zur Irrhakengarde? Sagt es mir. Mendena. Wart ihr in Mendena? Nein. Niemand wusste von irgendwas. Ich habe wohl im Nachfeld gehört, dass die sieben Gezeichneten wohl noch davor gewarnt haben und keiner hat auf sie gehört. Sie waren in Punin, sie waren in Gareth, alle haben sie ausgelacht. Ja, und dann standen sie plötzlich vor uns. Mit einer vernichtenden Armada. Habt ihr schon mal Dämonenarchen gesehen? Ein ums andere Mal. Sie hatten fünf davon. Ich habe Borbarat gesehen, wie er... Er war ein verdammter Gott. Scheiße nochmal, wenn ihr Borbarat erblickt habt, er ist einfach gewaltig. Und neben ihm die mächtigsten Männer Aventuriens, also wenn man dann mal so Brin weglässt und... habe ich Gänsehaut bekommen. Borbarat ist kein Gott. Seit 10 Jahren ist Borbarat tot. Warum habt ihr nicht eure Waffe fortgeworfen? Hat sich so ergeben, nach Borbarat kam Galotta.
Nach Galotta kommt Asmodeus und nach Asmodeus kommt Arngrim und nach Arngrim, ja, ja. Mein, also gut, ich bin jetzt gerade gefesselt und meine Freunde würde ich sie nicht nennen, aber meine Kameraden hängen da von der Decke. Aber aktuell ist Tobrien gefallen, Werm ist vernichtet, Romulus ist vernichtet. Ich habe gehört, dass Hafax im Süden von hier marschiert. Sieht gut aus. Würde ich jetzt hier nicht hängen, sondern würde ich irgendwo auf den Türmen stehen, dann würde mir das Leben schon wieder aussuchen. Dass ihr freiwillig eure Seele abgebt für so kurzfristigen, ich würde es nicht einmal Komfort nennen, das zeugt nur von eurer Schwäche. Hat noch jemand Fragen oder möchtet ihr den armen Mann weiter verspotten? Ich würde mir damit wohl noch den Tag vertreiben, aber ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Hättet ihr dann die Güte, uns allein zu lassen? Natürlich. Tut nichts, was ich nicht tun würde. Selbstverständlich. Werdet ihr mich jetzt nach Perikum bringen und da verurteilen oder so? Hab ich ergeben, ich bin waffenlos. Ich atme schwer, bis die anderen raus sind. Das wird nicht passieren. Warum wissen, nicht? Glaube ich, beide, dass sie hier nicht eben rausmarschieren. Aber warum nicht? Wurde ich ganz göttergefällig von euch, oder? Ihr seid vorgefallen. Und die Umstände gebieten es nicht. Es ist kein Verbrechen, in Yol'Gurmak rumzulaufen. Ihr seid aber nicht in Yol'Gurmak. Ihr seid... Ihr habt uns angegriffen. Ihr seid, wie sagtet ihr, auf der falschen Seite des Flusses. Hey. Wir sind Patrouille gelaufen. Das ist Kriegsrecht. Wir haben den Krieg offiziell ausgerufen. Ihr wart sehr hilfreich. Auch wenn ich natürlich keinen Grund habe zu glauben, dass ihr uns die Wahrheit gesagt habt. Und habt vorher auch nicht versucht zu schachern. Wenn ihr einen letzten Wunsch habt, würde ich ihn euch gerne erfüllen. Ich bin mal sehr gespannt. Sicher, wollt ihr mir jetzt die Kehle durchschneiden? Umso könnt ihr euch sicher sein, dass wir euer Grab ordentlich einsegnen und eure Seele den Göttern garantieren werden. Ich sag's euch nochmal. Ich bin Kampfkommandant. Ich ergebe mich. Ich habe keine Waffe. Ihr müsst meine Wunden versorgen und ihr müsst mich zur nächsten Stadt bringen. Meinetwegen laufe ich auch gefesselt mit euch mit, aber ihr dürft mir nicht die Kehle durchschneiden. Habt ihr einen letzten Wunsch? Meins ernst? Gut. Arschloch. Ich hebe mich dann. Nun, eure Seele den Göttern anempfohlen. Schließlich habt ihr zumindest dieses letzte Eigentum nicht verpfändet. Und auf dieser letzte Funken. Vorher Rechtskunde würfeln. Kann ich. Aber ich weiß, dass der Mann ruhevoll ist. Ja. Okay. Do it. Habt ihr auch dieses eures letztes Eigentum nicht verpfändet? Dieser letzte Funken an Ehre und an Aufrichtigkeit in euch soll den Göttern doch hoffentlich genügen, euch nicht zu verstoßen, wenn ihr auf der Waage steht. Ziehe ich mein Schwert und enthaupte ihn. Du hörst finsterstes Lachen.